Das Promi-Geflüster ist mal wieder aushäusig. Wir sind wieder rausgefahren. Kraxelalm, natürlich Sonntag. Immer wieder sonntags. Da kommen die Gäste aus dem Europapark. Und wenn es klappt, machen sie sogar hier Station. Und heute freut es mich, den Max Weidner hier bei mir begrüßen zu dürfen. Servus, grüße dich. Ich freue mich auch. Du hast eine so schöne, urige Location ausgesucht. Ja. Das passt dir wirklich perfekt. Sehr gerne. Und wie gesagt, gerade noch bei immer wieder sonntags zu Gast und schon wieder beim Promi-Geflüster. Ja, du, das geht rucki zucki. Jetzt kennen wir uns schon etliche Jahre. Mhm. Ich weiß noch, wie du angefangen hast. Genau. Damals war es ein bisschen der sanfte Schlager und jetzt bist du also schon richtig ein bisschen rockiger geworden, kann man sagen, oder? So rockiger Schlager, oder? Ja, ich sage es natürlich, der bayerische Popschlager mit ganz modernen Elementen, auch die volkstümlichen Elemente vernachlässige ich da auf keinen Fall. Aber wie du sagst, mit 18 losgelegt, den ersten Plattenvertrag unterschrieben und dann war man auf so einer kleinen Reise und hat dann erstmal geguckt, oh okay, wohin geht's? Schlager war immer klar. Es war nicht so, dass ich vorher Heavy Metal gemacht habe. Das war immer der deutsche Schlager, den liebe ich ja ohne Ende. Aber jetzt eben wieder zu meinen Wurzeln mit dem Bayerischen, das ist natürlich echt toll. Ja, ganz genau, da kann man nur gratulieren. Schauen wir mal, na sehen wir schon, so heißt deine aktuelle Single. Und darüber hinaus bist du natürlich auch bei Pro7 als Titelsong gesetzt bei der Sendung auf die Alm oder auf der Alm, so heißt es. Die Alm, so heißt es, genau. Und deswegen auch hier an der Kraxel Alm, das passt eigentlich optimal, oder? Wunderbar, hey, mega schön. Ja. Ist natürlich der Knaller, schauen wir mal, war die erste Single, genau, wie heute bei Immer wieder Sonntags performt. Und dann eben jetzt, so ist das Spiel, so ist das Leben, der Titelsong für die Pro7-Show, die Alm, Promischweiß und Edelweiß. Ganz eine lustige Sache und natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, jetzt für mich als Newcomer zu sagen, was heißt Newcomer? Eigentlich alter Hase, aber jetzt mit einem neuen Projekt eben wieder ist es natürlich eine super tolle Sache und das ehrt und freut mich natürlich sehr. Genau. Jetzt habe ich natürlich heute gedacht, als ich dich in der Sendung gesehen habe, jetzt wird er bestimmt noch ein bisschen die Lederhosen dabei haben, aber Irrtum. Du! So wie in der Sendung war, ist er jetzt auch schon bei mir wieder hier. Genau, also rausgesprungen und ab ins Auto und ich habe mir gedacht, der Frank, der war schon. Genau. Nee, ich habe gesagt, ich habe mir die Lederhosen hin und wieder an. Ich mag das traditionell, ich finde das toll. Ich bin natürlich nicht nur der Lederhosen-Bur. Ja. Ich habe gesagt, jetzt mal auch gerne die Jeans. Ich bin da sehr variabel, was das betrifft. Für die Alben natürlich was kleine Lederhosen. Hat man irgendeine Sendung, wo es auch so in dieses Alb-Feeling rübergeht, dann packe ich die ein, weil die ist ja auch kunterbunt bemalt, wie meine ganzen Schuhe auch. Aber heute war es irgendwie so ganz lässig. Ich bin da immer ganz spontan, was der Schrank so hergibt. Okay. Von daher, heute die Jeans. Genau, bunte Schuhe, da kommen wir nachher noch drauf. Dann zeigen wir euch nachher noch ein bisschen was. Was hat es mit denen auf sich? Ich habe eine gute Freundin, die Andrea von Farbprojekt. Und die bemalt tatsächlich vom Klodeckel bis hin zu Schuhen, und Leinwände, komplett alles. Und ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwas auffallen. Also wenn man schon die Tattoos sieht, ist natürlich alles kunterbunt. Und alles, was kunterbunt ist und gemalt, liebe ich. Und ich habe mir gedacht, ich brauche da jetzt ein paar knallige und so verschiedene Motto-Sachen eben. Jetzt eben die bayerischen oder speziell für die Alm welche. Sommerliche Bikini-Lady drauf und Gin Tonic. Also ganz, ganz verrückt und das macht immer Spaß und ist natürlich ein Eyecatcher. Das auf alle Fälle. Also ich sehe da unten schon ein bisschen was. Ihr seht es noch nicht, aber nachher seht ihr es dann. Genau. Klar, so muss man natürlich immer ein bisschen auffallen. Und ich denke mal, das ist ja auch so das gewisse Augenmerk für die Zuschauer. So wie es bei den Fußballern war. Ich weiß, da hat man, glaubt, wann war es, 2016 oder wann, bei der WM, haben sie auch gesagt, ah Mensch, die bunten Schuhe und was soll das? Und, ne? Aber das hat auch überall reingeschlagen, ne? Absolut, nee, ich finde es cool. Also, ich habe mir so gedacht, das hat sich mit der Zeit dann entwickelt. Mit 18 losgelegt, wie gesagt, man wird älter, man wird reifer. Ich sage dann eher so vom geleckten Bur, der die Haare so rein hat, der auf dem Berg saß. Den Berg mag ich natürlich immer noch, aber so das Blümchenkragenhemd hat sich natürlich verändert. Eher so ein bisschen eine Bikerjacke und dann eben, ein bisschen öfter im Tattoo-Studio als nur ein oder zwei Mal. Hab dann meine paar Sitzungen und die Oma sagt schon immer: Bur, du bist wie ein Wollbuch. Bist du jetzt öfter im Tattoo oder im Tonstudio? Und dann muss ich immer sagen, natürlich überall. Wenn man da einmal loslegt, dann kann man nicht mehr aufhören. Apropos Tonstudio, da hat es dich ja wieder nach Berlin dann eher verschlagen. Plattenfirma Berlin und so weiter. Das sind doch immer schon nette Reisen, die du dahinter zurücklegen musst.
Absolut. Nee, Berlin finde ich ganz toll. Ich bin von der Dorf und der Lampe und freue mich immer wieder, wenn ich heimkomme, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Berlin, das hat so ganz einen eigenen Charme, muss ich sagen. Den eigenen Vibe bringt eine in die Musikrichtung, finde ich, schon eine absolute Modernität mit rein, weil ich da mit dem Haus 2000 arbeite in Kreuzberg. Die machen tatsächlich von Pop bis Rap und Hip-Hop alles. Okay. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil auch wirklich Leute aufeinandertreffen, die gar nicht mal aus dem typischen Schlager kommen. Teilweise sind die sogar jünger als ich. Und das macht so spannend und so aufregend und bringt so die frische Note, wo man sagt, okay, es ist nicht nur der typische Schlager, sondern schon so ein bisschen ja, mit modernen Elementen, was da nochmal so eins draufsetzt, obwohl ich ja schon der, du weißt es ja selber, der Hardcore-Schlager-Typ bin und das bringe ich auch mit den Songs rüber, aber eben, wie gesagt, mit so einer Nuance-Modernität. Das ist geil, gut. Und wie kommt es an bei deinen Fans? Du, sehr gut, also gerade aufs Handy geguckt nach der Sendung, es war wirklich toll, weil so viele Leute schreiben und schreiben, ach, das macht so gute Laune und wir fanden es so toll und wir gucken uns die Videos an und hören die ganzen Playlisten, überall bist du da drin, dann schicken sie mir schon Bilder zu, was man selber so oft gar nicht mitbekommt, wo ist man denn überall oder die Hitparaden, das ist so genial und das tut so gut und dann merkt man, okay, man macht doch irgendwie ein bisschen was richtig und gibt den Leuten was. Natürlich, so soll es doch sein, ganz genau. Ja. Ja, jetzt natürlich, wenn man schon gesehen hat, du hast eine Band auch dabei, es begleiten dich ein paar Jungs, aber wie schaut's aus? Momentan durfte man ja das letzte Jahr nicht auf die Bühne, aber jetzt so langsam, geht's wieder los oder der Künstler lebt ja davon? Ja, absolut. Ich hoffe, dass jetzt dann wieder losgeht. Natürlich bin ich noch in der Produktion, die Titel sind noch nicht komplett fertig und da ist jetzt der Druck nicht da, du musst jetzt von 0 auf 100 auf die Bühne, aber wofür macht das ein Künstler? Ein Künstler, der will auf die Bühne, der will Publikum. Ich sag einfach mal wieder die Hände schütteln, ja, mal in die Augen schauen und direkt mit den Leuten connecten. Ich sag Facebook, Insta, das ist toll, das ist eine super Möglichkeit. Aber so hier sitzen, quatschen, das ist natürlich ganz eine andere Energie. Ganz genau. Und auf das freue ich mich natürlich mega, wenn es dann wieder heißt, so Live-Konzert und dann eben das erste Mal mit Bands. Das ist ja für mich auch völlig neu. Und ja, ich glaube, das wird cool. Wird cool, genau. Und du hast gerade gesagt, die Titel sind in Planung, dann kann man also schon gespannt sein. Es gibt bald ein Album, oder? Es gibt bald ein Album. Schauen wir, ob es dieses Jahr noch was wird. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Bald, das ist immer so, du weißt ja, das ist genau. In dem Business. Es ist, oft verschiebt sich das mal nach hinten, je nachdem, wie läuft es mit Sendungen, wie kommt es an. Aber ist jetzt die zweite Single eben, so ist das Spiel, so ist das Leben. Wird dann auch ganz bald, kann ich schon verraten, eine dritte kommen. Dann wieder so ein komplett eigener Song. Mit Musikvideo und da sind wir dann auch schon voll in Planung. Aber ich bin gespannt, wie es wird. Also ganz nach dem Motto, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Genau. Das ist eine ganz spannende Reise gerade. Und ich hoffe, ihr seid da alle mit dabei. Und hat der Franz Beckenbauer auch schon immer gesagt, schauen wir mal. Genau, schauen wir mal, sagte der Kaiser Franz. Gell? Richtig, und du hast mal eins draufgesetzt. Na, sehen wir schon. Genau. Ja, vielleicht bleibt das ja auch irgendwo im Gehörgang hängen, sozusagen. Ja, der Chichi kam halt noch der Sendung zu mir und sagte, du, Junge, ich kenne mich aus, das ist ein Hit. Fand ich dann echt cool. Wenn so einer was dazu sagt, dann absolut, kann man sich da schon drauf einrufen, sozusagen. Ne? Genau. Absolut, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, Musik liegt natürlich auch bei dir in der Familie ganz weit vorne. Dein Opa, wir kennen ihn auch, die Steinbühler, so habe ich ihn damals kennengelernt, lang ist her. Ja. Aber er ist da wohl, glaube ich, schon so ein Wegbereiter gewesen für dich, oder? Absolut, ich war ungefähr 2, 3, da stand ich schon mit dem Opa auf der Bühne und wenn man einmal diese Bühnenluft schnuppert, dann kommt man davon natürlich nicht mehr los und das Gefühl verfolgt mich tatsächlich bis heute. Er ist immer auf Reisen gegangen und zog da durch den Freistaat Bayerns. Natürlich mit Lederhosen, mit seiner Band, mit der Quetschen, mit einem Akkordeon dabei. Und ich hatte auch so ein Mini-Akkordeon und man muss sagen, das war immer nur Deko. Also ich habe das Teil nie beherrscht. Opa sagt schon mal, der will auf die Bühne, aber wenn der kein Talent hat, was will denn der auf der Bühne? Und dann war er mal im Proberaum und ich saß auch da und dann haben sie mir das Teil abgenommen, weil ich die so gestört habe und sagte, jetzt sei mal ein bisschen ruhig. Auf einmal habe ich dann losgelegt zu singen und dann hat er gesagt, ich glaube, das könnte doch nur irgendwas werden. Und dann habe ich das immer so verfolgt und es kam dann immer mehr. Also naja, klar. In der Schule dann, typisch Schulchor, dann Gesangsausbildung, Akademie für Musik und Medien und dann bin ich immer jahrelang am Ball geblieben. Toll, toll. Vorhin hast du gerade auch noch erwähnt, das letzte oder der nächste Song mal wieder was komplett Eigenes. Das heißt, du schreibst und komponierst selbst auch? Ich mache es nicht komplett allein. Ich habe, wie gesagt, ein tolles Team um mich herum. 3, 4 Jungs, mit denen ich das zusammen schreibe, wir produzieren das zusammen. Aber ich habe damit eben gemeint, weil so ist das Spiel, so ist das Leben, gab es ja schon mal vor ein paar Jahren.
von der Almina, okay. Eine ganz tolle, genau. Version. Mhm. Die haben gesagt, wir machen jetzt quasi die neue Version, haben die ein bisschen umgeschrieben, mhm. aber es ist eben kein komplett neuer Song, weil ich eben quasi gecovert habe und ein bisschen so umgetextet mit dem Team. Aber jetzt dann wieder so typisch, wie man die Schauen wir mal Nummer kennt, mhm. sowas vom Feeling her liefern wir jetzt dann quasi mhm. nochmal. Und es wird auch ganz aufregend, ganz eine geile, flotte Nummer, darf ich verraten. Mhm. Ja, es geht steil bergauf, flott weiter und ich freue mich echt drauf. So soll es doch sein, das ist doch sehr gut, genau. Das letzte Interview, das letzte Gespräch, wo wir ja geführt hatten, da haben wir ja letztes Jahr das Ganze in der Pandemiezeit online gemacht. Genau, genau. Und natürlich online sind viele jetzt wahrscheinlich auch hängen geblieben und machen auch dennoch immer noch weiter. Ja, ja. Wie sieht es bei dir aus, die neuen Medien? Wie nutzt du die? Ich nutze die auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, jetzt wieder eine Story machen. Bei mir war es eher so, geh doch den Leuten nicht auf den Keks. Du kannst ja nicht hier, kann ich hier das essen und dann mache ich das. Naja, mit der Zeit habe ich das so ein bisschen beobachtet. Dachte mir, ja gut, du musst ja irgendwie auch stattfinden in diesem mhm. Business. Da musst du natürlich auch aufspringen. Und die Leute, die dich abonnieren, die abonnieren dich ja, weil sie irgendwie Interesse haben. Und dann habe ich hin und wieder meine ersten Stories gemacht. Das Team war ganz happy, oh, das kommt voll natürlich rüber. Und dachte mir, okay, wenn die eigenen Leute sagen, du kommst so lieber wieder heim, mhm. dann macht man irgendwas vielleicht richtig. Und dachte ich mir, okay, cool. Und dann gab es so ein Weidner Schlagerquiz, was ich hin und wieder mache. Wo ich dann entweder Songs performe, von wem ist denn das? Wann kam der Song raus? Also ganz verrückte Sachen. Mhm. Oder ich kommentiere momentan dann auch, muss ich übrigens noch machen, die Alm. Okay. Tausch mich da mit den Leuten aus. Wie findet ihr das Format? Habt ihr schon einen Favoriten? Mhm. Oder eben das Weidnerland, wo ich mit interessanten Leuten quatsch. Nicht immer irgendwelche Promis, sondern auch so die unsichtbaren Helden, die im Background rumlaufen. Zum Beispiel auch die Andrea, die Schuhe bemalt, habe ich besucht daheim, habe gesagt, Andrea, lass uns doch mal deine Sachen ein bisschen vorstellen und Leute, mit denen ich einfach eng bin. Und es macht so viel Spaß, man merkt auch von den Resonanzen her, die Leute schreiben, ach, man kriegt so einen Einblick und man lernt dich besser kennen. Und ich glaube, das ist momentan ganz ein gutes Tool und na klar, ich nutze das natürlich. Mhm. Sehr gut. Und wenn du jetzt so unterwegs bist, gerade die weiten Strecken, bist du dann komplett allein im Auto oder hast du jemanden dabei, der dich da begleitet? Du, ich bin gar nicht mal so verrückt und geil aufs Autofahren. Das muss ich ehrlich gestehen, ich habe meinen Führerschein auch relativ spät gemacht. Okay. Ich fahre aber mittlerweile schon gerne, aber wenn auch natürlich meine Mutter sagt oder auch wenn es der Opa ist, du, ich habe gerade Zeit, dann spanne ich dir natürlich ein, weil dann kann ich hinten schön schlafen, mach vielleicht ein bisschen Social Media und habe da meine Family am Steuer. Und es ist immer schön, wenn man in einem Geschäft jemanden dabei hat, sei es Promoter, Begleitung, Management oder dann eben die Family. Ja, ja. Und es gibt dann immer irgendwie ja, ein gutes Gefühl. Mhm. Definitiv. Auf jeden Fall. Genau. So, und da ihr ja jetzt noch eine lange, weite Strecke vor euch habt, ich schätze mal so 4-5 Stunden, war wir gut noch unterwegs sein. Ne? Ja, und die Autobahnen sind nicht gerade leer. Ich hab's vorhin auf der kurzen Strecke von mir hierher auch bemerkt. Ne? Dann würde ich sagen, entlassen wir dich schon mal langsam wieder. Es hat Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen live was von dir zu hören. Wir bleiben dran. Unbedingt. Und wenn die neue Musik kommt oder gar das Album ansteht, dann melde dich. Sehr gerne, mache ich. Vielen Dank dir, Frank. Bist du eh schon so ein langer Wegbegleiter. Und das finde ich sehr schön, wenn man sich dann hin und wieder mal wieder treffen kann. So ist es. War ja immer dieses Social-Media-Thema, was wir gesagt haben. War ja schön, war toll, aber jetzt so... Genau. Servus und Torbert Jährig, das ist halt einfach geil. Das richtig, ist super richtig, das, so ist es. Das freut mich. Genau. Und wenn du jetzt noch ein bisschen Zeit hast... Gehen wir noch was trinken. Ja, du, das machen wir auf jeden Fall. Ja? So ein gutes Radler, das könnte man schon noch. Das passt noch. Oder Malmdudler. Oder Malmdudler. Also, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und... Euer Max Weidner. Führt euch. Servus. Ja, das sind meine bayerischen kunterbunten Sharks. Man sieht da natürlich den... Ja, was haben wir denn hier? Hier haben wir erst einmal die Brezen natürlich. Das ist ja ganz klar für Bayern. Da muss man eine Brezen haben und der Brezen geht einfach immer. Dann natürlich Oatsaft ist... Ich hoffe, dass bald die Wiesen wieder ist. Die vermisse ich total. Und den Bazi kennt man natürlich auch, den Aloysius C. Fix, Halleluja. Ja, und ansonsten, mei, der Hurt, der darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist dann der perfekte Weidner-Style.